Die Lieben da draußen, Empires of the Undergrowth. Ich bin im Menü. Warum? Weil wir die Early Access Version, die Kampagne schon fertig gespielt haben. Es kommen bald irgendwann neue Maps oder besser gesagt, die Kampagne wird weitergehen. Wir werden aber erstmal ein freies Spiel spielen. Na, was ist da? Nochmal zurück. Nochmal. Jetzt ist es richtig, okay. Wir spielen mal ein neues Spiel. Also ihr kennt das, denke ich mal. Wer schon mal eine LAN-Party hatte oder eben mal ein Online-Game gegen andere, vielleicht Command & Conquer oder weiß der Teufel was für Spiele ihr, Strategiespiele ihr spielt, ihr kennt diese Modis. Conquest. Ja, alles platt machen, was da ist. Domination. Das haben wir ja schon gehabt. Da müssen wir Ressourcen sammeln. Wer als erstes auf diese Ressourcenzahl kommt, die angegeben wird, der hat gewonnen. Survival? Ah, okay. Es gibt eine Zeit, die läuft. Und bei einer bestimmten Zeit werden die Gegner immer schwerer. Und das ist dann eben Survival Mode. Besiege. Okay, Waves, also Wellen, es kommen immer Wellen auf dich zu und die musst du dann eben aufhalten. Hunter? Okay, hier müssen wir eine bestimmte Anzahl von Gegnern, bestimmte Gegner, die einem, ich denke mal auf der linken oder rechten Seite als Quest, als Aufgabe gegeben wird, die müssen wir killen. Okay, das hört sich auch sehr interessant an. Biomass? Weiß ich nicht. Gegner werden auch stärker. Wir müssen auf eine bestimmte Größe kommen mit unserer Kolonie und dann werden die Gegner irgendwie... Ich weiß, keine Ahnung. Es gibt 5 Maps. Wir bleiben bei der ersten. Wir machen Conquest. Wir machen erstmal nur... Weiß der Teufel, ey. Was ist denn das? Black End, Wood End, Medium und wir machen einen Easy. Oh, es gibt gar kein Hard. Oha. Was bedeutet das? Allows the AI colony to cheat. Ach nö. Ah, nö. Schau, shut the fuck up hier. Was ist das denn? Habt ihr das verstanden? Die können cheaten. Also das ist das, was eigentlich immer passiert. Wenn du spielst, da siehst du ja plötzlich, du startest und hast plötzlich, keine Ahnung, 10 Ameisen und der Gegner hat schon 30. Dann hast du irgendwann 30 und hat er 150. Und du denkst, hä? Wie zum Teufel? Okay, wir haben es schon mal verstandikowski. Environmental Difficulty. Das weiß ich nicht. Wir lassen es einfach so. Wir haben hier noch ein paar andere Einstellungen. Das brauchen wir jetzt nicht. Ich hoffe, das können wir so lassen. Morning. Was gibt's noch? Noon, Evening und Night. Hier gibt es noch ein paar andere Einstellungen. Lassen wir so. Infestation. Warum ist das ausgegraut? Also ausgehakt? Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Disable Enemy Fighting. Wenn ich jetzt hier raufgehe, dann kämpfen die nicht gegeneinander. Okay, wir lassen einfach so, wie es ist. Wir starten jetzt. Ich glaube, ich muss ein Save Game angeben, ne? Dex Ends. Else. Alfs. Ends. Dex Ends. Wir sind Green, Blue und Red. Okay. Ich glaube, wir können los. Wir haben genug gequatscht. Okay. Hier unten geht's raus. Hier. This society is in its infancy. It must grow quickly if it is to survive. Okay, ja. Hört sich nach was an. Wir müssen erstmal was zu essen finden. Ich mache das erstmal lieber im Untergrund. Wie viele Ameisen haben wir? Nur 3. Wofür sind wir nicht 7? Hello. Why not 7? Because this is very strange. Ah, okay. 1, ihr seid das. 1, ihr seid hier. 1, hallo, 1, das seid ihr. Genau. Erstmal zurückgehen. Ja. Ich habe schon was Essen gehabt. Okay. Ich wusste das nicht. Ah, siehst du, wir mussten dem Game erstmal sagen, hallo. Reiß uns erstmal den Weg auf. Juhu. Nahrungslager ist voll. Das ist nicht gut. Ah, cool. So. Unser Essenslager. Okay. Kill 2 Queens. Da haben wir's. Was haben wir hier noch unterirdisch? Ihr hattet mir ja geschrieben, es gibt auch eine Einstellung, wo ich einen Haken setzen kann, dass man die Gegner nicht sieht, unterirdisch, keine Ausrufezeichen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Mal so als difficult. Also als, hallo? Da unten ist das Lager? Ach, hier unten geht keiner hin. This colony must remain small for now. Ja, ich hab's verstanden. Food is too scarce to support greater numbers. Sehr schön. Brave Ameisinskis. Brave. Ganze brave. Ganze Bravinskis. Ameisinskis. Ich mag die Musik. Ich habe mich so an die Musik gewöhnt. Ich finde die so chillig. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Na komm, helf mal mit. Los, holt das Zeugs. Das gute Stuff. Hier ist noch mehr. Ja, wir brauchen mehr Arbeiter. Die sind wichtig. Sehr schön. Hier gibt es noch mehr. Und sonst gibt es nichts mehr. Nein. Aber wenn wir schon mal hier sind, machen wir den Weg einfach mal darüber. Wir sind noch nicht nach draußen gegangen. Ob das eine gute Idee, gute Entscheidung war? Ich glaube nicht. Ja, die können nämlich immer hier ganz kurz hier rüber gehen und Essen holen. Eigentlich hätte ich... Habt ihr gemerkt, was ich für einen Fehler gemacht habe? Ich habe einen Weg gerade gemacht. Okay. The colony is starving. Ich habe schon verstanden. There's not enough food to feed the new brood. The new brood. Machen wir jetzt sofort. Ich hätte sofort Dings machen sollen. So ein Zickzackweg, wie ich das einmal bei... Bin ich grün? Ja. Okay. So schön. Was haben wir draußen? Oh. Oh. Ui. Oh, Fisch. Fischi. Ich glaube, ich muss mehr. Scheint mehr. Wir brauchen mehr. Ganz klar. Mehr. Aber wir brauchen natürlich auch Kampf-Ameisenskis. Die sind wichtig natürlich. Wir müssen auch irgendwem haben, der uns verteidigt. Aber erstmal holen wir das leckeres Zeug hier. Vor dem leckeren Mohn. Bin ich gut? Ups, nein. Kein Escape. Und die sind natürlich auch leckerli. Ich gehe mal auf, ganz kurz mal rüber. Weil die schon mal da sind, dann hacken wir die mal ganz kurz zu Brei. Wir machen mal ganz kurz auch ein paar Kampfis. Das ist wichtig, dass wir die auch haben. Mitnehmen, lecker. Super. Nichts mehr da? Nö. Hier läuft noch eine. Schnell. Auf sie mit Gebrüll. Hier oben sind auch alle tot. Krassomania. Ist alles tot. Warum? Oh, ach so. Aha. So, Kampfis, nicht Kämpfis. Wir müssen ja ganz kurz. Nahrungslager ist voll. Oh, nee. Kann man doch gar nicht machen. Shit. Okay. Kampfis hätte da? Ja. Da kommen sie. Ich warte noch auf, ganz kurz auf die letzten. Da kommt noch eine. Dann haben wir gleich 7. Jetzt geht's los. Okay. The ants must fight. Mama, machen wir. So. Was geht's hier? Oh, hier geht's ziemlich viel Zeugs. Wow. Wie geht's euch da? Aha, ihr seid auch langsam. Haha, diesmal seid ihr langsam, ihr blöden kleinen Scheißer. Jedes Mal der gleiche Mist hier. Cheatereien und so. The workers have done all they can to prepare this brood chamber. Ich glaube es nicht. Ich glaube das alles nicht. Nein, ich glaube euch nicht. Oh, wie war denn da? Der hat die alle gekillt. Okay, wir gehen mal ganz kurz rüber. Wir haben alles getan. Wir haben alles getan, was wir taten. Was wir taten müssten. Tun mussten, meine ich. Hey, die nehmen die Viecher auseinander. Die Blöden. Die blöden Doofies. Wir gehen natürlich voll auf den Senkel hier, den Ameisen. Okay, wir bleiben jetzt das einfach mal stehen. So. Haben wir alles zurückgebracht? Ja. Oh, da kommt noch mehr. Wir holen uns ein bisschen Fisch. Stellen wir uns hier vorne. Gibt bestimmt leckeres Zeugs hier. Was haben wir hier oben? Ah, noch mehr Sämsche. So. Mehr. Wir sind zu stark. Yes. Kannst du speichern? Speichere ich mal. Krass. Bevor wir hier irgendwas kaputt machen nachher. Aber guck mal, siehst du, sobald die genauso langsam arbeiten, oh, Keller ist halt, wie wir, sind sie ziemlich langsam, ne, die Kleidis. Eine haben sie nur, eine einzige Ameise. Okay, ich habe jetzt echt gedacht, das geht ein bisschen schneller. Hm. Na so, soll's uns gut gehen. Ja, wir machen ein großes Lager. Pfeile. Die können wir übrigens auch mal updaten. The workers have done all they can to prepare this brood chamber. Maul, Kollege, Maul! Die sollen das machen, was ich sage. Oh, Fisch ist weg? Nein, Fisch ist noch da. Ich stelle uns das einfach hier vorne hin. So, solange wir mehr Arbeiter haben, arbeiten die viel. Wir müssen doch übrigens noch ein zweites Arbeiterlager machen, finde ich. Fände ich vollkommen okay. Hier machen wir so ein zweites. Ein paar Bombardierer, also hier so kleine Schießer. Dafür würde ich auch mal gerne noch ein paar machen. So. Eigentlich will ich das nicht so. Okay, machen wir das lieber hier so breiter. Hier machen wir ruhig ein großes Kampflager. So. Da haben wir nämlich genug Essen. Ich würde nämlich hier gerne diese hier machen. Die kosten natürlich ein bisschen mehr, die Leaf Cutter. Aber die sind natürlich voll tanky. Ist nichts mehr da. Okay, hier ist nichts mehr zu tun. Was haben wir hier? Die holen es auch noch ganz kurz mit der ganzen Truppe. Bevor es Nacht wird, ich weiß nicht, was da kommt. Bestimmt ganz viel Spinnen oder sowas wieder. Sind wir alle? Alle. Hauen wir so platt. So, mitnehmen. Okay, haben wir so platt geschlagen. Gehen wir mal hier hoch. Wir gehen mal in die Nähe von unserem Haus. Das ist mir lieber. Nicht, dass jetzt gleich irgendwas passiert. Was haben wir hier? Okay, die gehen nach Hause, seht ihr? Okay. Hier. Ich brauche noch eine Truppe. Noch eine Truppe. Noch ein Trupp, wollte ich sagen. Noch eine Truppe. Der Trupp geht auf die 3. Wenn es dann nämlich wieder losgeht, dann geht er nämlich hier hin. Und Trupp 2 geht zu... Egal, Trupp 3, es ist egal. Oh, die gehen nach Hause. Das wollen wir nicht. Die wollen wir... Oh, wo kommt das Riesending denn her? Nein, lauf nicht weg. Zu schnell für uns, ne? Ja. Gibt's hier was zu holen? Oh, guck mal hier. Wir sind gleich weg, ne? Hm. Okay. Wir bleiben, glaube ich, mal in die Nähe bei unseren... Ich glaube, wir könnten die schon angreifen. Ich glaube, die sind viel zu schwach. Ups, das heißt das falsche Team. Falsche Team. Hier oben können wir mal ganz kurz den Trupp hinschicken. Ich nehme den Einser mit, weil es könnte gefährlich werden. Was haben wir hier alles? Okay, die gehen natürlich auch Essen holen. Hier sind Marienkäfis. Okay. Wer kämpft? Was hat hier gekämpft? Okay, die kriegen wir nicht tot. Die sind viel zu schnell. Was ist hier? Okay, was ist hier? Ist eine Minispinne, oder was? Hier ist nichts los, ne? Hier ist ein Kellerassel. Ich habe bei mir schon alles weggemampft. Okay. Oh, so easy. Wie viel Essen haben wir? Oh, wir haben voll viel. Wir können mal richtig loslegen wieder. So. Wo mache ich die Bombardierkäfer hin? Aber den Bombardierer. Den will ich auch gerne hier in die Nähe lassen. Hm. Ich glaube, ich tue die mal hier hin. Ob es eine schlaue Idee ist, den hier hinzusetzen, das kann ich nicht sagen. Das werden wir im Nachhinein sehen. Oh, wird man angegriffen? Nee. Nahrungslager voll, siehst du? So, updaten. Alles komplett updaten, das ist immer super. The workers have done all they can to prepare this brood chamber. Hm? Ah. War die Spinne schon eben da? Die ist nichts mehr zu holen, ne? Was kommt da? Da kommt was Schnelles. Ah, eine Spinne. Mhm. Dann können wir eigentlich mal auch ein Update hier reinhauen. Na, hier kommt schon was näher, ne? Die Spinne, oder? Nee, noch nicht. Wieso arbeiten die? Oh, ich habe die auf Arbeiten gestellt, stimmt. Okay, was ist da oben los? Okay. Ich muss mich mal ganz kurz hier in diese Ecke hier verziehen. Ich habe Angst, dass die hier angreift, die Spinne. Nahrungslager ist voll, okay. The workers have done all they can to improve these food stores. Also Spinne ist hier. Das ist das. Okay. Wieso sind zwei verschiedene Truppen? Sind die out? Ah. Noch sind sie verschieden. Was ist da oben los? Okay. Wir brauchen noch einen neuen Trupp. Neuen Trupp Kämpfer. Pass auf, den gehen wir da oben. Und machen hier neues Haus. Von ein paar Kämpfern. Ja, der läuft nämlich hier die ganze Zeit hinter dem her. Machen wir es mal so. Komm mal rüber. Wir hauen ihn noch um schnell. Na, die Spinne kommt was näher. Wir müssen aufpassen, ich darf nicht zu nahe kommen an diese Spinne. Sonst greift die auch noch an. Aber die wird sowieso gleich näher kommen, ganz sicher. Geil, ne? Wie die sich bewegt, guck mal. Super cool gemacht. Wir werden natürlich mehrere Folgen aus diesem Stück machen, weil diese Folge ist natürlich ein bisschen länger. Das geht nicht von gerade auf jetzt. Auf jetzt auf gerade. Also auf jetzt, warum sagt man das eigentlich? Aufpassen auf die kleinen Scheißer hier. Die sind nämlich auch ziemlich stark. Ja, guck. Und? Die kleinen Spinne macht meine Ameisen tot, seht ihr? Und dort. Okay, Angriff. Müssen wir aufpassen, weil die sind böse für unsere kleinen Mitarbeiter. Wer ist das da oben? Okay. Wir gehen die Spinne mal ganz kurz killen. Weil die greift jetzt unsere Arbeiter an. Und wenn die einmal die Arbeiter angreift, die reißt die einfach auseinander. Oh, Nahrungslager ist voll. Ganz kurz wieder updaten. The workers have done all they can to improve this highway. The workers have done all they can to improve these food stores. Ist ja gut. Irgendwas werden sie schon machen. So, ich mache mal ganz kurz hier noch einen anderen Trupp machen, wollte ich sagen. Ja? So. Okay. Wir schicken den mal hier rüber. Hier ist nichts Gefährliches bei uns gerade, ne? Nö. Nö. Alles gut. Wir schicken mal Trupp 1 wieder hier so rüber. Hier ist irgendwas zu essen. Was ist denn hier? Ach so, die toten Ameisen. Die holen wir uns natürlich. So, ich mache gerade einen Trupp. Neuen Trupp und der wird der Trupp 4 sein. Und Trupp 4 wird auch nicht arbeiten. Und Trupp 4 geht nämlich hier hin. So. Da ist er. The workers have done all they can to prepare this brood chamber. Alles klar, ich habe schon verstanden. Okay. Hier sieht ziemlich nach Kampf aus. Na, ist okay. Ist alles. Hier ist nichts Böses. Nein, hier ist auch nichts Böses. Jetzt könnt ihr mal ganz kurz alle niederprügeln, weil wir gerade schon mal in der Nähe sind. Was wird hier gekämpft? Was wird gekämpft? Wer kämpft? Achso. So, wir gehen mal... Oh, die Spinne. Wir gehen mal ganz kurz hier rüber. Und ich wollte noch mal ein paar mehr machen. Ne? So. So. Und noch ein Leafcutter. So. Oh, die... Ach, Mist, die nehmen was zu essen mit. Sollten sie ja nicht. Ach, Mist. Ich muss warten, bis der ganze Trupp kommt. Die haben gerade Essen geholt. Ich würde nämlich gerne mal die Jungs und Mädels hier ärgern. Wenn die sterben, dann müssen sie erstmal gucken, woher sie neue bekommen. Neue Einheiten. So. Trupp 3 schicke ich mal wieder hier hin. Der steht nämlich doof rum. Das ist blöd. Trupp 1. Das ist nicht viel, was wir da haben, ne? Aber wir gehen mal jetzt. Wir gehen mal ganz kurz die Spinne angreifen. So. Okay, Spininski ist tot. Wir nähern uns mal ganz kurz den anderen Ameisen. Was ist hier los? Ah, okay, hier ist... Wir müssen mal ganz kurz folgen. Was ist hier los? Okay. Okay. Trupp 4. Stellen wir mal ganz kurz hier hin. Das sind ja die anderen Kampfameisen. Die kämpfen... So, okay. Ja. Wir brauchen eigentlich gar nicht so viele, weil, guck mal, da kommen sie runter, da kommen sie zu uns. Jetzt greifen wir die immer an. The ants must fight. Die wissen, was passiert gerade. Deswegen laufen die weg, weil die verlieren ihre Arbeiter. Was ist hier? Alles gut? Ja. Zurück, 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 zurück! Mist. Ameise, warum gehst du da weiter hin? Wo ist die große Spinne? Hä? Wo ist die hin? Ach Mist, die ist da. Ach Mist, ich hab's nicht mitbekommen, dass die jetzt wieder zurück angegriffen haben. Wo ist die Spinne? Mist! Greift gerade alles an von uns. Was ist hier? Okay. Okay, ich bin jetzt tot. 2 geht jetzt mal hier hin. Ist er das schon wieder angegriffen? Ah, okay. Okay. Müssen uns mal wieder ein bisschen fangen gerade. Okay. Das wäre Trupp 3. Kann man hier hin ganz kurz gucken? Hier wäre es auch noch ein lecker Bissen zu holen. Können den Trupp 3 einfach mal sagen, die sollen mal ganz kurz hier vorbeischauen. Was hier? Oh, okay. Was hier unten? Ameisen. Okay. Na komm, noch einmal. Nochmal 10. Ja, dankeschön. Ein Update. Was ist da los? Oh nein, Spininski, Kleine. Ah, die killt die jetzt alle. Kommt hier näher. Mist. Die kommen jetzt, glaube ich, aus diesen Löchern hier raus. Okay, ich bleibe jetzt mal hier so stehen. Okay. Dann müssen wir mal ganz kurz warten. So haben wir alles hier abgeholt, ne? Ja. Jetzt können wir uns hier oben wieder konzentrieren, dass wir wieder mit dem Dreier-Trupp hier hochrennen. Hier, den würde ich eigentlich auch gerne mal killen. Was haben wir hier? Okay, wir werden mal ganz kurz ein Stückchen größer. Aber ein paar Updates für diese hier sind auch schon... sehr gut. Wenn wir hier die Leaf-Cut. Ich sage immer ganz kurz, die sollen alles mitnehmen, was sie finden zum Essen. Die sollen mal ganz kurz mithelfen. Auch Vierer. Team 4 kann auch immer ganz kurz alles abreißen, was sie finden. Team 3 kann nochmal ganz kurz hier rüber gehen. Was ist da los? Okay, nichts Besonderes. Okay, auch nichts Besonderes. Okay, haben wir abgearbeitet. Team 4 geht mal wieder zurück. Und verteidigt kurz. Soll er mich mal weiter abarbeiten? Ja, okay. Okay, Team 1 soll nicht mehr arbeiten. Geht mal hier rüber. Ich gebe dem Team 4 nochmal ein paar neue Einheiten dazu. So. Plus Updates. The workers have done all they can to prepare this brood chamber. So. Wird schon gehen. So, nichts mehr zu essen. Was ist da gespawnt? Okay, nichts Besonderes. Oh, die sind jetzt ziemlich viele. Das ist gut. Die sind ziemlich stark. So, wir machen jetzt mal ganz kurz einen Angriff. Warum gehen die 10 Kilometer woanders lang? So. Machen wir sie platt. Jetzt kommt erst der Rest an, habt ihr das gesehen? Wir gehen jetzt mal hier rein. Wo ist die Königin? Okay. Wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Stress. Die gehen natürlich den falschen Weg, seht ihr? Die laufen hier unten lang, das ist das Doofe. Noch sind wir stark genug. Noch sind wir stark genug. Das Blöde ist, die laufen, seht ihr, wie die laufen? Die laufen genau in unsere Einheiten rein. Na egal. Also in deren Einheiten. Aber es werden wir schon schaffen. Okay. Die Königin Rot ist tot. Das war Team Leicht. Was gibt es hier zu holen für Team Blau? Gehen die irgendwas klauen jetzt, wenn die jetzt hier tot was auffinden? Wir können ja eigentlich mal versuchen. Wir machen mal ganz kurz. Wir haben jetzt wieder neues Geld. Und 2 Updates. 1, 2. Es kommen immer wieder meine Ameisen laufen immer total blöd durch die Gegend. So, wir machen... Oh, was gibt's hier? Da oben gibt's Ärger. Ich gehe mal ganz kurz hier hoch. Das ist wichtig, mal kurz. Müssen wir gucken, was da oben passiert. Okay, ich glaube, wir machen das anders. Oh, was haben wir hier? Was ist noch dieser hier? Ich glaube, wir machen das anders. Wir machen als Unterstützung. Wir gehen erstmal ganz kurz hier rüber. Ach nee, nicht mit 1. Wir machen ganz kurz die mal ganz kurz platt. Team 4 sollen wir ganz kurz hier rüber gehen zur Verteidigung. Oh, die müssen wir auch mal ganz kurz platt machen. Hier läuft durch Spinnennetze. Ja, komm schon. Wie viel Geld haben wir? Oder wie viel Essen haben wir? So. So, killen wir noch den Großen. Und ach, alles andere, was da auch ist. Wir machen alles einfach alles platt. Wir gehen mal ganz kurz zum Blau rüber. Gucken uns da mal an. Wie es dem geht. Ich laufe natürlich mittendrin immer rum. Okay, direkt weiter. Wo läuft der eigentlich hin? Wo läuft der dahin? Das muss mir mal echt mal jemand erklären. Wenn Blau keine Arbeiter mehr hat, dann kann der auch schon mal einpacken. Wir gehen mal rüber jetzt blau und stören dir mal sein Essen. Was ist da los? Komm her, dich kriege ich noch. Wo läufst du jetzt hin? Oh, hier läuft die runter. Was gibt's denn da? Hm. Okay. Oh, hier. Guck mal. Böse. The ants must fight. Was ist passiert? Hm, irgendwas war. Oh, hier kommt. Oh, guck mal. Sehr schön. Wo kommen die denn her? Oh, hier sind noch mehr. Was ist da oben los? Wo ist das Loch von denen? Wo geht's? Ach, hier. Gehen wir mal rüber. Erstmal gehen wir hier ganz kurz, die hier ganz kurz alle auf den Senkel gehen. Erstmal kurz warten, alles schön sammeln, weil wir kommen dann noch wieder, guck, da kommt wieder eine ganze Armee von irgendwo her. Der läuft weg, der macht Pause. Okay. So, dann mal ran hier an dieses Getümmel. Okay, gehen wir mal rüber. So, jetzt rein hier. Versuchen wir es mal. So. Unser Weg ist darüber. Währenddessen hier weiter aufgegraben wird bei uns. Machen wir ganz kurz ein neues Team hier. Noch kämpfen wir. Was ist hier los? Okay, alles gut. Unser Weg ist geradeaus. Also, die machen das schon von alleine. Wir haben, ich glaube, ziemlich viel verloren. Da kommen gerade genau die Kleinen. Die kommen jetzt gerade wieder rüber. Was ist da oben los? Noch nichts. Hier wird kleine Ameisenskis kaputt gemacht. Wir gucken weiter. Wir sind gleich mit der Königin, dann ist es vorbei. Okay, das nächste Mal mache ich dann zwei Mittel vielleicht mal zum Test. Ja, der tankt die erstmal hier alle weg. Und die wird die Königin gekillt. Fertig. This sprawling home and healthy workforce will endure for many years to come. Dankeschön. A true victory for this once small family. Sobald man einstellt, dass der PC oder der NPC nicht cheaten darf, ist das plötzlich ganz also einfach, ja. Einfach. Ich sag einfach mal einfach. Level beendet. Ich glaube, wir machen mal ein paar neue Runden. Und vielleicht mal eine neue Map. Und vielleicht zwei Mittel. Es war leicht und mittel jetzt gerade. Wir werden das mal testen, was jetzt bald noch so kommt. War cool, hat mir gefallen. Vielleicht arbeiten wir uns einfach mal den Schwierigkeitsgrad hoch und dann gucken wir mal, was noch so passiert. So, ihr seid dran. Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ein Kommentar, was ihr so spielt, wie ihr das Spiel findet. Habt ihr schon zwar in ganz vielen neuen, in den alten Folgen geschrieben, aber ihr könnt es ja, vielleicht sind ja mal neue Leute dabei. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr es findet. Ich bin total happy. Das Spiel macht mir richtig viel Spaß. Und es sieht so simpel aus, hat aber doch so viel, ja, Updates finde ich ganz cool. Im Formicarium macht das natürlich ein bisschen mehr Spaß. Da kann man nämlich im Formicarium spielen. Aber so ist es eben. Bis dann und tschüss.